Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ich will jetzt nochmal versuchen, aber das war jetzt ein bisschen doof gelaufen. Ich will jetzt nochmal versuchen, gegen die anzukommen. Ich gönne mir jetzt aber lieber erstmal vielleicht das. Ah, okay, der hat mir 20 Leben gegeben. Der Trank. Der war jetzt ein bisschen härter. Aber wir trinken jetzt diesen einen Trank da nochmal, der 20 Leben gegeben hat. So. Der hier. Bonus für maximale Gesundheit. Dann will ich das nochmal versuchen, weil... Da kriegen wir doch hin. Vielleicht auch erstmal gegen den da. Der glitscht da jetzt nicht nochmal durch. Okay, der hat ein geiles Schwert. Das kriegen wir aber hin. Da können wir hinkriegen. Wir müssen nur uns schlauer anstellen. Das schaffen wir. Das kriegen wir hin. So, jetzt den hier nochmal trinken. Und ich glaube, das speichere ich vielleicht nochmal so. Weil wir haben jetzt den zweiten auch geschafft. Zu töten. Okay, der drinnen war, der geht gar nicht auf uns. Wo geht der denn hin? Okay, so geht's auch. So. Autsch. Nur das war jetzt schade wegen den Dingens hier jetzt. Wegen den Erfahrungspunkte. Weil der jetzt da in den Tod gesprungen ist. Da müssen wir nachher hin. Der hat ein cooles Schwert gehabt. Wahrscheinlich sogar ein starkes. So. Wenn ich jetzt hier nochmal schlafen lege. Bis zum nächsten Morgen. Gibt es hier noch jemanden? In dem Leuchtturm? Jacks Leuchtturm ist auf jeden Fall befreit. Trank, Lederbeutel und eine Spruchrolle. Okay, nice. Haben wir geschafft. Der Leuchtturm ist befreit. Ich hätte aber lieber gerne die Punkte mitgenommen, die Erfahrungspunkte für den einen, der runtergefallen ist. Ja, aber okay, dann ist das halt so. Man muss aber auch trotzdem gucken, wo man bleibt mit den Erfahrungspunkten. Aber das Schwert will ich mir holen. Er selber wird wahrscheinlich jetzt despawnen.
Aber das Schwert wird da liegen bleiben. Dann will ich hoffen, dass das ein besseres ist als das, was ich habe. Ein Zweihänder. Und wir trotzdem in der Lage sind, es mit uns zu führen. Wie viel fehlt uns noch? 1.500 Punkte. Also wir quatschen trotzdem mal mit Jack zuerst und dann gehen wir darüber. Was du nicht sagst. Daron ist immer noch ein Arsch. Dass ich mir Geld abgeklaut hat, hier abgezogen hatte. Das weiß doch inzwischen jeder. Wer sagt denn sowas? So, Abuyin, Bartok, die kennen wir ja alle noch. So. Aber ich freue mich schon jetzt, Jack davon Bescheid zu sagen, dass wir seinen Turm befreit haben. Zwei der drei haben wir selber getötet. Einer ist in den Tod gesprungen. Da war er selber dran schuld. Da war ich nicht für schuldig. Obwohl ich ihn lieber gerne selber erledigt hätte. Aber ich sag ihm mal Bescheid, sein Turm ist frei. Meine Meinung kennst du ja schon. Hey, du! Die Banditen, die in deinem Leuchtturm hausten, sind weg. Die Banditen, die in deinem Leuchtturm hausten, sind weg. Ist das wirklich wahr? Endlich kann ich wieder meine Arbeit aufnehmen. Komm doch mit. Von meinem Turm aus hast du einen unvergleichlichen Ausblick aufs Meer. Da kannst du nichts mehr. Ein andermal. Jetzt will ich erstmal das Schwert da holen. Wer weiß, vielleicht ist er selber noch da geblieben und noch nicht despawned. So. Dann können wir ihn vielleicht noch looten. Ich hab kurz gedacht, dass da unten was schwimmt. So. Steintafel. Hier war eine Steintafel. Wie konnte ich die übersehen? Okay, immerhin haben wir die jetzt, aber... Wie viele gibt es denn eigentlich an Steintafeln? So, Pfeil. Bogen. Aber sein Spe... Oh nein. Ich wollte das Schwert haben. Ich werde damit leben. Ich werde damit leben, dass ich die Erfahrungspunkte nicht habe und dass ich das Schwert jetzt nicht habe. Das ist ja wirklich was. Ich kann aber nicht nach unten gucken beim Schwimmen. Beim Tauchen meine ich. So. Aber das ist jetzt. Das ist jetzt auch abgeschlossen. Ich glaube, wir müssen. Wir haben jetzt aber auch nicht wirklich viel übrig, außer hier ins Minental nochmal zu gehen. Um einige der Quests abzuschließen. Deswegen will ich da vielleicht nochmal hingehen und gucken, ob wir da nochmal mit den Leuten reden können, damit wir das einmal abgeschlossen haben. Damit wir auch Fernando sagen können, wie das jetzt um das Erz aussieht. Ich habe was anderes gehört. Und mit Bosspass Bogen, ich weiß nicht. Ich habe eine Vermutung, wohin. Das ist ja interessant. Wo es geht, ist wahrscheinlich diese eine Tür da, an der wir gerade noch vorbeigesprungen sind, wo ich jetzt aber nicht hingeguckt hatte. Haben wir eigentlich für eine Steintafel gefunden. Aber das Licht war eine Qual für Belia. Nicht von denen, okay, dann wahrscheinlich eher...
Eins davon? Das kann ich nicht lesen. 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 Und so stellte er sich zwischen. Das kann ich nicht lesen. Okay. Um ihren Streit zu schlichten. Da haben wir ja 6 von. Ich weiß jetzt nicht, wie viele davon es insgesamt gibt. Aber ich will die auf einmal alle abgeben. Das habe ich schon immer gesagt. Wohl, Erfahrungspunkte müsste das ja auch geben. Und wir brauchen ja jetzt nicht mehr so viele. Nur noch 1100. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Ja, okay, komm, wir gehen trotzdem nochmal in Richtung Kolonie. Und gucken, ob wir da vielleicht doch noch irgendwie vorankommen. Und wenn wir auf die Map gucken, wir brauchen wieder eine normale Map. Das gefällt mir nicht, dass da was markiert ist. Eine normale Map für uns. Das mit Dexter, das brauchen wir auch nicht mehr. Ich will wieder eine normale Map haben. Kann sein, dass wir die beiden verkaufen werden, früher oder später. Und uns dann die normale wieder neu aneignen müssen. Aber wir gehen direkt hier oben rum. Und wir müssen das mit Raven noch irgendwie auch noch lösen. Erstmal rausfinden, wo der ist. Wird eigentlich auch richtig spannend gerade, finde ich. Nicht, dass ich jetzt die ganze Nacht aus Versehen hier an Gothic verbringe. Also nicht schon wieder. Okay, morgen ist schon wieder Wochenende. Also, beziehungsweise heute ist schon Wochenende. Wir haben ja Freitag. So, aber jetzt erstmal zur Strafkolonie. Ich muss sagen, ich hatte auch lange vermisst gehabt, wieder Gothic zu zocken. Wirklich. Vor allem, ich wollte auch wissen, wie es weitergeht. Und es waren schon einige Wochen her, wo ich das letzte Mal Gothic gezockt hatte. So. Und Starfield muss ich auch mal wieder weiter aufnehmen. Weil ich habe es hingekriegt, dass Starfield und Gothic genau am selben Tag quasi vorher noch aufhören. Hiernach muss ich, also wahrscheinlich morgen fange ich wieder an Starfield zu zocken und dann werde ich auch wieder die Steuerung verlernt haben. So, aber jetzt ist man da. Vor allem es laufen momentan bei mir einfach mal 2 Bethesda-Spiele gleichzeitig parallel. Starfield und Morrowind. Und dann noch Gothic, hier auch noch. Das sind 3 Megaprojekte auf jeden Fall. Und dann wollte ich ja auch noch mit euch noch The Witcher zocken, die komplette Saga. Ich wollte dann noch mit euch Resident Evil, die komplette Saga zocken. Boah, das wird noch richtig zeitaufwendig, was ich hier vorhabe. Dann noch dazu Sons of the Forest werde ich dieses Jahr nicht mehr schaffen, obwohl ich gesagt hatte, dieses Jahr Sons of the Forest. Aber es ist ja noch nicht fertig. Ich hatte es tatsächlich auch mal im Stream mal ausprobiert mit euch.
Aber es ist ja immer noch im Early Access, da wird immer noch viel erweitert und ich wollte das eigentlich eher spielen, wenn es fertig ist. Also komplett fertig. Und ein Let's Play draus machen. Im Stream habe ich aber auch schon ausprobiert gehabt. Ist jetzt aber auch schon wieder ein Weilchen her. Das war noch Anfang des Jahres, als es rauskam. Warte mal, ich speichere einmal und ich will gucken, sind wir eigentlich schon stark genug gegen die Orks? Zumindest gegen einen, einzeln? Nee, gegen Orks sind wir noch nicht stark genug. Worte gespeichert hier. Gut, so, hier müssten wir jetzt aber auch eine andere Map aufmachen, oder? Genau. Welche hatten wir schon? Die im Norden, glaube ich, hatten wir. Ich weiß nicht mehr, welche wir hatten. Eine hat auf jeden Fall gefehlt. Da sind aber auch Leute draufgegangen. Und da ist der Drachensnapper. Aber definitiv das nächste, was wir skillen, was wir hier lernen werden, ist wirklich Schlossknacken. Denn da gibt es so viele Truhen, die ich jetzt auch haben will. So, ist der Drachensnapper hier noch da oder hatten wir den geschafft gehabt, irgendwie zu töten, dass der weg ist? Buddlerfleisch. Nochmal Buddlerfleisch. Ich sehe ihn hier jetzt gerade nicht. Dann ist er hoffentlich schon weg. Da haben wir wieder ein paar Orks, an die wir vorbei müssen. Die haben wir doch geschafft gehabt, oder? Ja, kommt. Ich will jetzt aber auch nicht zu nah an die. Nice. Geh jetzt aber noch mal ein paar Meter weg. Weil da hinten waren ja noch Orks oder so. Ich speichere mal, weil wir haben die beiden jetzt geschafft. Wir müssen eine vernünftige Strategie finden, um da hinten rüber zu kommen. Sogar mit Blutfliegen sind sie da. Ach nö. Und auch, egal, dann scheiß drauf. Wir rennen wieder durch. Autsch. So, in dem sind wir drüber gesprungen, immerhin. Hier war Nord, da war Nord. Ah, scheiße, stimmt, die sind ja tot geblieben. Aber warum? Lebt hier denn? Hier sind noch welche drinnen. Hey, du! Was willst du von mir? Lass mich in Ruhe! Okay, hey, Grimes? Du? Wer hätte gedacht, dass wir uns nochmal wiedersehen würden? So wie es aussieht, haben wir es wohl beide verstanden, am Leben zu bleiben. Und wie du siehst, bin ich dem Schürfen treu geblieben.
Wie viel Erz habt ihr bereits gefördert? Ein paar Kisten, aber davon ist nichts mehr hier. Paladin Markus hat beschlossen, das Erz zur Burg zu bringen, weil wir dauernd den Angriffen der Orks ausgesetzt waren. Okay, willst du nicht das Tal verlassen? Nein, ich werde weiter Erz schürfen. Ich lasse mich doch nicht von so ein paar Orks daran hindern. Ich habe schon ganz andere Sachen erlebt. Damals, als wir noch in der alten Mine geschürft haben und auf einmal das Wasser hereinbrach. Aber das sind alte Geschichten. Was macht die Arbeit? Dieser Fels ist verdammt hartnäckig. Fast so, als würde er sich dagegen wehren, dass wir uns das Erz holen. Und weißt du, welchen Weg Markus genommen hat? Er hat nicht den direkten Weg genommen. Stattdessen wollte er den Fluss dort überqueren, wo er gefroren ist. Er wollte einen Bogen schlagen und sich der Burg von Westen her nähern. Also ist er tot, okay. So, Erzklumpen, Spitzhacke, Schinken. Ein Bier? Komm, die Spitzhacke nehme ich auch mit. Okay, also Markus ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit tot. Ich nehme trotzdem mal alles mit. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Was haben wir hier? Noch einen Trank und noch eine Spruckrolle. Die macht mehr Schaden als das da und das ist eine normale Abbruch. Okay. So, aber ich... Lebensenergiebonus? Also, da gibt nur ein Leben, okay. Ich hatte jetzt gedacht gehabt. So, aber wir gönnen uns jetzt mal den Käse. Was haben wir hier? Wacholder. Ah, und den Fisch. Und wir haben Milch. Okay. Hatten wir die eine Quest nicht schon erledigt, was mit Milch zu tun hat? So, die Wurst gönnen wir uns auch nochmal. So, Wein behalten wir, aber Wasser, komm. Müssen wir auch mal wieder trinken. Warte mal. Was ist das hier? Also, Elixier der Heilung. Komm. Die essen wir auch mal. Dauert aber auch ewig mit dem Essen hier. Und dem Heilen. Und dann speichere ich jetzt auch noch einmal. Wir haben es ja bis hierhin geschafft. Nochmal auf die 5. Also der ist über den Fluss gegangen, der Markus. Okay, die sind wieder neu gespawnt. Das finde ich super, dass die wieder neu da sind. Weil das sind wieder Erfahrungspunkte, die ich mitnehmen kann. Ja, komm. Nice. Na komm, wir fangen mit dem hier an. Nice. Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr allzu viel, was uns fehlt. Warte mal, will ich jetzt gucken. Ja, nur noch 500. Das speichere ich auch noch einmal. Und dann gucken wir mal, wo Markus geblieben ist. Der ist ja hier rüber gegangen. Wo höre ich die?
Also hier irgendwo. Oder da unten. Da ist ich auf jeden Fall verlörter. Ich behalte aber das Schwert mal bei. Wahrscheinlich sind die unterm Eis. So, aber wo ist jetzt Markus? Da vorne sehe ich schon Blut. Also hier ist er definitiv nicht. Da kann ich nicht hochspringen. Oh, ich kann einfach so da hochlaufen. Da ist ein Lagerfeuer. Hier sind auch wieder Lurker. Das ist ja das neue Lager, wo wir hier sind gerade. Wenn ich jetzt nochmal auf die Map gucke, ja, wir sind hier definitiv beim neuen Lager. Gehen wir mal darunter. Jetzt bin ich neugierig, ob wir auch hier Markus finden. Oder vielleicht war das schon auch gerade sein Karren, der überfallen wurde. Eiswölfe. Speicher nochmal. Dann gucke ich mir an, wie stark die sind. Ne, einer reicht schon. Einer reicht schon. Die sind sehr stark. Alter, was? Was war das denn für ein Geräusch? Okay, gegen die komme ich nicht an. Aber ich gucke trotzdem mal, ob hier irgendwo elementare Eisriesen oder Eisgolems oder so. Ja, wir bleiben dann auf dem Weg, beziehungsweise. Ne, wir bleiben auf dem Weg da oben. Hier unten brauche ich noch nichts zu versuchen. Ich hoffe, hier haben sich jetzt aber keine Orks. Schwerer Ast. Könnte ich den nur übersehen. Aber ich finde schön, dass es hier auch mal schneit. Und also hier müssten dann Markus oder so irgendwo sein. Beziehungsweise habe ich auch die Quest dann so, Ärger mit der Miliz, Schürfer und Erz. Der Schürfer von Feiert haben bisher zwei Kisten Erz gefördert. Der Paladin Passable kann mich mit Informationen über die Schürfer versorgen. Und herausfinden, wie viel Erz sie gelagert haben. Ich habe jetzt aber nichts Neues dazu. Also den hatte ich schon. Ja gut, wir gehen oder bleiben auf dem Weg. Aber ich gehe davon aus, dass wir Markus nicht lebend finden. Da
oben ist jemand. Nein, das wollte ich so nicht. Engrom? Hey, halt, bleib stehen, wo du bist. Kein Problem. Ach, noch jemand, der sich hier verirrt hat, was? Ich hatte dich erst für einen dieser üblen Typen gehalten, die in dieser Gegend rumgeistern. Wie ich sehe, gehörst du wohl nicht zu denen. Du siehst viel zu harmlos aus. Du siehst aus wie ein Jäger, der nicht weiß, wohin mit seiner Zeit. Du siehst aus wie ein Jäger, der nicht weiß, wohin mit seiner Zeit. Ja, hast wohl recht. Aber was will man machen? Ich komme nicht mehr über den Pass. Also bleibe ich hier und tu das, was ich am besten kann. Tut mir nur leid um meinen Kumpel Engrom. Komm an mein Feuer und wärm dich ein bisschen. Du bist ein ehemaliger Gefangener der Barriere? Bist du ein ehemaliger Gefangener der Barriere? Na nein, wo denkst du hin? Ich wollte das Geschäft meines Lebens hier draußen machen. Irgendeiner von hier hat mir erzählt, dass es hier draußen die besten Jagdgebiete geben soll. Fette Beute, wenn du verstehst, was ich meine. Das Einzige, was es gibt, seit die Orks hier eingefallen sind, ist auf die Fresse, wenn du dich zu weit raustraust. Ich hab mir von dem Idioten einen Floh ins Ohr setzen lassen. Ich kenne diese Spaßvögel. Mhm. Die geht's aber offensichtlich recht gut. Naja, beschweren kann man sich nicht. Die Flussgebiete sind trotz der verdammten Orks noch am ungefährlichsten. Die trauen sich scheinbar nicht ans Wasser. Hm. Vielleicht auch nur Zufall. Okay. Warum tut sie um Engrom leid? Weil er mir einfach gefolgt ist, ohne Fragen zu stellen. Und jetzt sitzen wir in diesem Schlamassel. Gier zahlt sich halt nicht aus. Und was jagst du hier am Fluss? Was für eine Frage. Da brauchst du nur mal am Fluss entlang zu marschieren und du weißt, was ich hier jage. Lurker natürlich. Die Viecher sind zwar nicht leicht zu kriegen, dafür schmecken sie aber umso besser. Ab und zu läuft mir auch mal ein Scavenger über den Weg. Den schlage ich natürlich auch nicht aus. Hm? Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Ach so. Jetzt bist du also auch auf den Geschmack gekommen. Na schön. Das kostet aber was. Was willst du dafür haben? Hast du irgendwas anderes zu essen als Lurkerfleisch? Vielleicht ein Stück Käse? Ja, ein Stück Käse. Ich würde sterben für ein Stück. Mal sehen. Hab ich noch Käse im Inventar? Ich hab grad keinen Käse dabei. Wäre auch zu schön gewesen. Sag Bescheid, wenn du welchen hast. Den hab ich gerade gegessen, ne? Ah, ich muss aufpassen, was ich esse. Kann ich das so mitnehmen? Ja, darf ich mitnehmen. So, die Pilze nehmen wir auch mit. Aber wo ist ein Markus? Alles andere haben wir ja schon erledigt gehabt. Ne? Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge teleportieren wir uns mal in die Burg und sagen dann da alles mal Bescheid. Und hoffentlich ist das erledigt. Dann kriegen wir noch mal ein paar Erfahrungspunkte. Und dann können wir endlich Schlossknacken lernen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!